Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge. Ein herzliches Willkommen auch meinen Gästen hier vor Ort in der Lounge. Liebe Zuschauer, die deutsche Wirtschaft ist geprägt von Familienunternehmen. Tja, während viele Konzerne von Quartalsbericht zu Quartalsbericht leben, ticken die Familienunternehmen völlig anders. Diese denken oft in Generationen. Sind sie deshalb die besseren Unternehmen? Das ist heute die Frage in unserer Business Lounge. Sie alle sind Familienunternehmen und mehrheitlich seit Generationen fest in Familienhand. Nur einige Beispiele von über 90% aller Unternehmen in Deutschland, welche familiengeführt sind. Hierzulande tragen sie mit über 40% zum Umsatz aller Unternehmen bei. Familienunternehmen bieten in Deutschland aber noch weit mehr. Sie alleine stellen rund 60% der sozialversicherten Arbeitsplätze. 4 von 5 Ausbildungen finden in familiengeführten Unternehmen statt. Eine große Verantwortung also. Da ist es auch kein Wunder, dass es eine Dachorganisation gibt, welche als politische Interessenvertretung dient. Die Familienunternehmer folgen den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die mehr als 6000 Mitgliedsunternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 460 Milliarden Euro. Ja, und zu Gast im Studio ist André Bartel. Sie sind seit Mai 2019 Landesvorsitzender von Die Familienunternehmer in Baden-Württemberg und selbst Unternehmer in der zweiten Generation. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und natürlich bekannt aus vergangenen Sendungen, Karl-Christian Bay, unser Wirtschaftsexperte in der Business Lounge. Schön, dass Sie da sind. Danke sehr. Lieber Herr Bartel, jetzt holen Sie uns erstmal ab. Aus welchem Familienunternehmen kommen Sie denn ganz genau? Also unsere Firma, meine Firma heißt Barit, mit dem Firmensitz in Esslingen am Neckar. Im 49. Jahr, wie ich auch. Die Firma ist quasi meine Schwester. Und wir betätigen uns mit Fußböden im Bereich Kunstharz, Epoxidharz, Polyurethan. Und das machen wir in den Branchen Großküchen, das machen wir in den Branchen reine Räume, also Pharmazie, Labore, Institute, OPs. Das machen wir im Bereich die schönen Dinge des Lebens, die Loft und das Museum. Und ab und zu haben wir noch schöne alte Kunden im Bereich klassische Industrie. Sie haben das Unternehmen sozusagen von Ihrem Vater geerbt. Was hat er Ihnen denn mitgegeben auf dem Weg? Was hat er gesagt? Ja, ganz stark vereinfacht, verhalte dich weiter so, dann wird schon recht werden. Nein, er hat mir gesagt, pass auf deine Mitarbeiter auf, sie sind dein wertvollstes Gut, was du hast. Und du kommst nur gemeinsam mit ihnen zum Erfolg, also behandle sie anständig und dann wird es schon funktionieren. Würden Sie sagen, dass das, was Ihr Vater Ihnen mitgegeben hat, insgesamt für alle Familienunternehmen in Deutschland gilt? Würde ich auf jeden Fall sagen. Wir zeichnen uns ja gerade dazu aus, dass bei uns in Familienunternehmen das Thema Wirtschaft und Gesellschaft zusammenfällt. Das heißt, dass wir der Kulminationspunkt sind, wo eben Familie und Unternehmen und eben die Familien auch der Mitarbeiter mit reinkommt. Und ich kenne viele, wie mich auch oder wie uns auch, viele Unternehmerkollegen auch, wenn der Mitarbeiter ein Problem hat, dann darf er sich vertrauensvoll an den Boss wenden. Wir finden schon eine Lösung. Ist Wirtschaft so einfach, dass man sagen könnte, Herr Bay, die Familienunternehmer, das sind die Guten und der Rest, das sind die Schlechten? Nein, ich glaube, das simplifiziert und das scheint mir auch tatsächlich nicht die Kernaussage zu sein. Ich glaube, die Kernaussage ist eine andere, nämlich die, dass in diesen Fällen eine größere Verantwortung auch gegenüber einerseits den Mitarbeitern als auch der Gesellschaft übernommen wird. Das heißt aber, dass die Familienunternehmer per se eine DNA haben, die durchaus anders ist als die von Konzernen? Das glaube ich ganz sicher. Also in den Familienunternehmen, die ich kenne und die ich nachvollziehen kann, es ist tatsächlich so, dass diese Unternehmen sehr stark geführt sind von dem Wertesystem der Familie, auch von den familiären Bezügen, von den familiären Beziehungsgeflechten und davon im guten Fall stark profitieren, aber es gibt auch Beispiele, in denen tatsächlich Auseinandersetzungen in den Familien und den Familienstämmen dazu führen, dass das Unternehmen nachhaltig in der Entwicklung beeinträchtigt wird. Hört man immer wieder, was ist denn jetzt ganz genau eigentlich ein Familienunternehmen? Wenn es einer Familie gehört oder wenn die Familie selbst das Unternehmen führt, wie würden Sie es denn definieren? Also ich definiere es im Anschluss zu Ihnen ganz klar dort, wo Verantwortung und Kapital zusammenfällt und wo es auch im Zweifelsfall zusammenfällt, wenn mal irgendwas schief geht. Und die Führung des Familienunternehmens muss nicht zwangsläufig der Unternehmer selber machen,
aber er sollte schon auf jeden Fall die Mehrheit haben. Im klassischen Fall, so wie wir die meisten unser Verband haben, ist der Unternehmer Mitglied und dieser Unternehmer führt auch in der Regel das Unternehmen. Heißt aber auch, dass das Familienunternehmen natürlich der Familie auch selbst vor allen Dingen gehört. Bedeutet das unterm Strich, dass das ganze Thema Investition, Entwicklung, Expansion und so weiter im Prinzip auch durch die Familie limitiert ist, weil irgendeiner muss ja auch davon leben? Also es gibt Fälle, in denen, glaube ich, die Entwicklung von Unternehmen auch dadurch beeinträchtigt ist, dass eine gewisse Ausschüttungspolitik notwendig ist, um auch die vielen Familienangehörigen zu befriedigen, die tatsächlich davon gegebenenfalls leben als Destinäre. Ich glaube aber nicht, dass es typisch ist. Gleichzeitig ist es sicher so, dass Familienunternehmen anders investieren als kapitalisierte Konzerne, die Zugang zum Kapitalmarkt haben, die also noch sich auf den Fremdkapitalmärkten anders bedienen können als das klassische Familienunternehmen. Man hat ja bisweilen so ein bisschen ein verklärtes Bild, wenn man über Familienunternehmen spricht. Da ist dann der Patriarch, der sitzt mit seinen Familienangehörigen am Tisch. Da wird im Prinzip 24/7 gearbeitet, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wenn ich jetzt allerdings an solche Familienunternehmen denke, wie jetzt Aldi, Lidl, Bosch vielleicht auch, naja, also ganz so romantisch kommen mir diese Unternehmen aber nicht rüber. Romantisch sei es im Unternehmertum eher selten etwas. Man hat die Freiheit zu handeln, man hat aber auch die Verpflichtung und die Verantwortung zu handeln. Also von daher ist das die Romantisierung sehe ich jetzt nicht wirklich. Und die großen Unternehmen, wo grenze ich ab? Wo grenze ich ab als noch Familienunternehmen? Was ist dann bereits Konzernstruktur? Ist eine ganz schwierige Frage. Kann man sicherlich mehrere Doktorarbeiten drüber schreiben, wie man das Ganze bewertet. Für uns im Verband sind es in der Regel die Eigentümer geführten Unternehmen. Natürlich haben wir auch große dabei. Sie haben es im Einspieler vorhin gesehen. Und auch da ist der Unternehmer wirklich ansprechbar, wirklich da, auch teilweise im Vorstand des Verbandes und arbeitet fleißig an den Zielen mit. Also ich kann weder in Aldi reingucken, noch kann ich in andere reingucken. Ich weiß nur, einer Oetker schafft fleißig, flucht fleißig und schafft weiter. Also von daher kann man das nur in dem Fall wieder romantisch sehen und sagen, ja, es ist 24/7, es ist immer Verantwortung, Vorteile wie Nachteile, Urlaub, man das Thema Familienunternehmen immer mit. Also Abstand zu gewinnen, 100% gelingt mir zumindest nicht. Wenn wir natürlich über die Finanzstrukturen sprechen und auch wem das Unternehmen gehört, dann hört man immer wieder auch im Kontext der Familienunternehmen, naja, das wird nicht so richtig klar, wem da eigentlich was so richtig gehört. Manche sagen, Familienunternehmen, das sind nahezu schon die Erfinder der Intransparenz in der Wirtschaft. Sehen Sie das auch so, Herr Bay? Ja, also dass Familienunternehmen tatsächlich jetzt nicht einen großen Hang zur Öffentlichkeit haben, das ist, glaube ich, woran liegt das? Tatsächlich so. Ich glaube, es ist ein Stück weit tradiert, also schlicht von Generation zu Generation weitergegeben worden, dass man auch dieses sich erarbeiten, Wohlstand mehren, tatsächlich als Momentum mitträgt. Und ich habe tatsächlich zwei Erlebnisse, die damit eng verbunden sind. Das eine ist, wir haben ja Regelungen im Publizitätsgesetz, die letztendlich nur deshalb geschaffen wurden, weil große Familienunternehmen nicht publizieren wollten, weil sie eben keine kapitalistische Unternehmensform gewählt hatten. Und dann hat man ein Gesetz aufgelegt und ich habe eine zweite Begebenheit, das war damals die Einführung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 1999, wo man die GmbH und Co. KG, eine ganz häufige Strukturform im Familienunternehmen, auch transparent machen wollte. Und dann kamen Familienunternehmer auch auf die Idee, den persönlich haftenden Gesellschafter in Form eines mittellosen Angestellten zu finden. Und das zeigt mir, es gibt durchaus Fälle, in denen eine Transparenz nicht so ganz gewollt ist. Da möchten wir gleich auf das Thema weiter eingehen, denn nicht nur im Kontext dieser Fälle, sondern auch hinsichtlich des Internationalen Währungsfonds gab es mahnende Worte, was die Transparenz von Familienunternehmen angeht. Da werden Sie sicherlich, Herr Bartel, gleich etwas dazu sagen. Wir sind jetzt schon gespannt, liebe Zuschauer, Sie vielleicht auch. Bleiben Sie dran, bis gleich.
Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Chefsache Business Lounge. Wir unterhalten uns heute über das Thema Familienunternehmen. Sie beherrschen die Wirtschaft in Deutschland und sagen von sich, dass sie das Herz sozusagen am rechten Fleck haben. Sind sie tatsächlich die besseren Unternehmen? Darüber möchten wir unter anderem sprechen, dass beziehungsweise der Internationale Währungsfonds ist einer anderen Meinung. Denn dort wurde kürzlich eine doch sehr offene Kritik ausgesprochen. Es heißt darin, deutsche Familienunternehmen behalten zu viel für sich, Herr Bartel. Oder was weiter gesagt worden ist, naja, sie sind sogar für die Vermögens- und Einkommensschere in Deutschland verantwortlich. Als sie diese Nachricht vom IWF gelesen haben, ist Ihnen das Messer im Sack aufgegangen, Herr Bartel? Ich habe den Kopf geschüttelt. Messer geben mir selten Das auf. Ist wahrscheinlich sehr gelinde gesagt. Ne, oder? Aber bevor ich den IWF kommentiere, noch einen Satz zu dem, was Sie vorhin ausführten. Ich finde es immer schade, wenn ein Einzelfall dann zum Gesetz wird. Ich denke, das ist ein ganz Riesenproblem, was wir haben. Natürlich gibt es schwarze Schafe auch bei Familienunternehmern und Unternehmen, das ist einfach so. Bei 180.000 Familienunternehmen wäre es also seltsam, wenn es keine schwarzen Schafe gäbe. Aber immer dann gleich ein Gesetz zu machen, ja, für jeden Einzelfall. Warum haben wir nicht einfach ein bisschen mehr Vertrauen in die Unternehmen und in die Unternehmer? Ich finde es einfach skandalös, wenn der Staat jedes Mal den Handlungsrahmen letztendlich verlässt und für jeden Einzelfall dann wieder eingreift in die Wirtschaft. Am Ende des Tages wird es eher schlechter. Da müssen wir aber dann doch wieder reingehen, weil es geht ja um Transparenz am Ende. Da bin ich auch einig. Und wenn wir Vorstandsvergütungsgesetz und Frauenquote als aktuelle Beispiele, die keinen Schwerpunkt im Familienunternehmertum haben, als Beispiele heranziehen, sind wir, glaube ich, noch einiger, weil da hätte man auch auf die Selbstregulierungskraft der Wirtschaft vertrauen können und nicht ein vollkommen unsinniges Gesetz machen. Da sind wir wieder beim Thema die Wirtschaft. Ja. Es ist für ein Familienunternehmen vollkommen uninteressant, ob es, wenn es um Nachfolge geht, ob es die Nachfolgerin wird oder der Nachfolger. Genau. Darum geht es doch überhaupt nicht. Ja. Es geht einfach um Kompetenz, um jemanden, der Lust hat, sich weiter vor den Karren spannen zu lassen und den Karren zu ziehen. Und da braucht es keine Quoten für. Das reguliert sich von ganz alleine. Ja, vollkommen einig. Und wenn ich einfach sehe, wie viel taffe Mädels, sei mir gestattet zu sagen, danach kommen, dann werden sich einige warm anziehen müssen, was an Unternehmerinnen-Nachwuchs da kommt. Ja. Naja, also da würde ich vielleicht nochmal dagegen steuern, denn ganz so sieht es natürlich auch nicht aus. Also sprich, das Thema Unternehmensnachfolge ist schon ein brisantes, vor allen Dingen natürlich auch für die Familienunternehmen, und das ist nicht das einzige Problem, das offensichtlich, und jetzt komme ich wieder zum IWF, auch die erkannt haben. Also es ist offensichtlich nicht alles Gold, was glänzt. Der IWF versteht es nicht. Das werden die auch wahrscheinlich anders sehen. Das mag sein. Aber leider sind sie nicht vom IWF, von daher kann ich mit ihnen darüber nicht streiten. Das Thema IWF ist doch ganz simpel. Der IWF geht von seinen angelsächsischen Voraussetzungen aus. Das Thema deutsche Familienunternehmen hat ja oberflächlich überschaut, mal kurz rüber geschaut, hat aber gar nicht begriffen, dass Geld im Unternehmen jetzt endlich dazu da ist, um Krisen zu meistern. Und die Familienunternehmen haben die Krise 2008, 2009 deutlich besser gemeistert, wie viele Konzerne. Wir haben es als Deutschland viel besser gemeistert, dank der Familienunternehmen, als andere Staaten es gemeistert haben. Der Wachstumspfad war auch seitdem wieder eindeutig. Dann hat der IWF aus meiner Sicht komplett übersehen, dass man, wie gesagt, das Geld einfach braucht. Dann kommt das Thema, auch für Innovation, dann kommt das Thema hinzu, das Thema Erben und Nachfolge. Im angesetzten Bereich zahlen sie aus meiner Kenntnis sehr wenig Einkommensteuer, werden aber nachgedacht an der Erbsteuer massiv dran genommen. Bei uns zahlst du sehr hohe Einkommensteuer, dann muss auch die Erbsteuer im Folgewann relativ gering sein. Die ist immer noch viel zu hoch aus unserer Ansicht, vor allem für die großen Unternehmen. Aber das muss ja irgendwo ausgewogen sein. Und dann, was das Thema Einkommen, Vermögen angeht, kann ich den IWF auch nicht nachvollziehen, weil ich muss ja zu demjenigen, der hier lebt, nicht nur zurück das zählen, was er gerade bar auf der Tatze hat, sondern auf dem Konto hat. Und ich muss ja auch das berücksichtigen, was an Rentenanwartschaften und Ähnliches noch da ist. Und dann verdoppelt sich auf einmal das Vermögen jeden Einzelnen. Also Einzelnen. Der Hintergrund natürlich auch der IWF-Aussagen war ja schon auch eine Analyse, die da festgestellt hat, dass viele dieser Hidden Champions und von
Weltmarktführern war auch die Rede, letztendlich aus Deutschland kommen. Also man hat Riesenunternehmen mittlerweile in Familienhand, die unfassbare Mengen von Vermögen anhäufen und darin sieht das IWF eine Gefahr. Sie lachen, Herr Bartel. Was meinen Sie? Zu Recht? Ja, eine Gefahr finde ich ehrlich gesagt schwer übertrieben. Aber ich glaube, wir haben schon eine hohe Relevanz der Familienunternehmen. Das hat ja der Einspieler gezeigt. Also wenn wir 40% des Anteils am Gesamtumsatz, 60% waren glaube ich, die Beschäftigten und 80% der Auszubildenden in Familienunternehmen haben, dann hat es eine große gesellschaftliche Relevanz. Und das sind ja die Punkte, die, glaube ich, auch unter dem Stichwort Verantwortung bei dem IWF-Ansatz überhaupt nicht relevant sind. Die betrachten ja rein die Eigentümer. Vergütung beziehungsweise deren Ausschüttungspolitik. Könnte man dann unter dem Strich sagen, Herr Bartel, also wenn man wirklich auf das schaut, auf was es ankommt, nämlich dass ein Unternehmen eine Transparenz einerseits hat, aber dass es vor allen Dingen einen Fortbestand andererseits hat, liegt der IWF völlig daneben, weil das, wie sie letztendlich ihr Unternehmen steuern, immer auf Verantwortung ausgerichtet ist? Nachhaltigkeit, auch im Sinne von Generationennachhaltigkeit, ist, Sie sagten, glaube ich, vorher selber im Einspieler schon, oder in der Einmoderation, ist die DNA der Familienunternehmen. Und wenn ich kein Kapital akkumuliere, und das Kapital liegt ja nicht rum im Sinne von Geldsäcken wie bei Dagobert Duck, sondern es ist investiert in Maschinen, in Anlagen und produziert. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, der auch ein schönes Gemälde an der Wand hängen hat. Dann sei es ihm halt gegönnt. Aber der generelle Duktus des IWF halte ich für weit überzogen. Es wird aber auch gesagt, eben weil das Geld sozusagen behalten wird, gesammelt wird, irgendwo investiert wird, fehlt es eigentlich dort, wo es nämlich gebraucht wird, Thema Investitionen im Kontext auch von Innovationen. Könnte man sagen, dass Familienunternehmen auf die Zukunft betrachtet nicht gut aufgestellt sind, weil sie das Vermögen in anderen Dingen investiert haben und nicht in Innovationen? Also das könnte ich jetzt ehrlich gesagt von den Unternehmen, die wir betreuen und von den Unternehmen, die ich beurteilen kann, nicht behaupten. Also tatsächlich nicht. Ich habe sogar im Gegenteil vielfach den Eindruck, dass die Reinvestition von Unternehmensgewinnen ein stärkerer Inkubator für Innovation ist, als bei einem Unternehmen, das jetzt rein auf Fremdkapitalzufuhr angewiesen ist, um dann in Innovation zu investieren. Also da halte ich tatsächlich den Prozess und die von Herrn Bartel dargestellte Reinvestitionspolitik für eher von Vorteilen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man als Familienunternehmer in einer echten Zwickmühle ist. Denn auf der einen Seite willst du für dich und deine Familie natürlich ein gutes Leben bescheren, aber andererseits musst du natürlich gucken, dass es auch im Unternehmen weitergeht, wie sie diesen Interessenkonflikt auflösen können und wie auch perspektivisch Familienunternehmen hinsichtlich Digitalisierung und weiterer Themen, auch Unternehmensnachfolge aufgestellt sind. Dazu kommen wir gleich im dritten Teil der Chefsache Business Lounge. Bleiben Sie dran. Bis gleich, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Wir sprechen heute über die Familienunternehmen in Deutschland. Zu Gast ist André Bartel. Er ist Landesvorsitzender von Die Familienunternehmer und Karl Christian Bay, unser Wirtschaftsexperte, bekannt auch schon aus vergangenen Sendungen. Ich habe es mal so formuliert vor der Werbung, Herr Bartel. Also als Familienunternehmer hast du natürlich schon irgendwo eine Zwickmühle. Da machst du ein gescheites Geschäft, da kommt Geld rein. Jetzt kannst du das sozusagen den hungrigen Mäulern verteilen, also sprich in die Familie stecken, damit man ein schönes Leben hat. Aber du kannst es halt auch ins Unternehmen reinstecken. Wie lösen Sie denn diesen Zielkonflikt? Also vorab, das Unternehmerbild, was Sie offensichtlich aus dem Tatort gewonnen haben, von Golfspielen, Porsche fahren und sonst was, ein bisschen hinten anstellen, die Arbeit steht in der Regel im Vordergrund. Also erst kommt das Erwirtschaften, dann das Verteilen. Das mögen andere Politik anders sehen, aber wir machen das in der Regel so. Natürlich ist es ein ewiger Zielkonflikt, aber wenn man in Generationen denkt, dann ist die Logik, im Unternehmen Geld zu behalten, um investieren zu können, der einzig logische Weg. Ohne Geld, was ich da habe, kann ich weder investieren, noch habe ich Geld für Forschung, noch kann ich einfach sagen, ich habe mal eine tolle Idee
von der ich nicht weiß, ob sie nachher zum Erfolg führt. Aber ich habe meine Idee, ich habe Geld und Kapital und kann sagen, in diese Idee investiere ich jetzt Geld, Zeit und Personal und gucke, wo ich einfach hinkomme. Wie gut sind denn die Familienunternehmen herbei bei dem Transport dieser Botschaft? So von wegen, naja, also wir könnten dir natürlich jetzt, ich sag's jetzt mal sehr überspitzt, neues Pferdchen kaufen, nettes Häuschen hinstellen, aber eigentlich brauchen wir das Geld für die nächste Generation. Fängt nicht im Prinzip schon in der nächsten Generation das Hauen und Stechen an? Ja, das ist ja eine der viel behaupteten und beschriebenen Generationsentwicklungen von Familienunternehmen. Die erste Generation baut auf, die zweite verwaltet und die dritte zerstört. Dann wird ja vielfach behauptet und versuchsweise belegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das den Kern trifft. Und ich glaube, ein Familienunternehmen hat gerade vielfach, das ist der eine Punkt, den ich an der Stelle herausheben möchte, ein größeres Bewusstsein von gesellschaftlicher Verantwortung. Ich glaube, in ihrer Darstellung, wie man mit Gewinnen umgeht, fehlen mitarbeiterbezogene Vergütungsmodelle, die zum Teil deutlich stärker ausgeprägt sind, weil man die Mitarbeiter als anderen Wert sieht und ans Unternehmen binden möchte. Und der zweite Punkt, der mir zu dieser generellen Fragestellung einfällt, ist, viele Familienunternehmen haben natürlich auch deutlich einfachere Entscheidungsprozesse, was investive Maßnahmen angeht, weil da sitzt eben der Unternehmer und trifft eine Entscheidung, wohin er investiert oder wie er mit dem Geld umgeht. Das macht es deutlich einfacher, als wenn darüber Hauptversammlungen oder ähnliche kapitalistische Strukturen entscheiden. Wie wichtig ist denn das Thema Identifikation mit dem Unternehmen? Viele Unternehmen heißen genauso wie die Gründer. Oetker beispielsweise und so weiter. Also sprich, ist das im Prinzip miteinander schon verschmolzen, dass eine Unternehmensmarke gleich eine Person ist und damit einen ganz anderen Vertrauensvorschuss genießt? Geht ja gar nicht anders. Wenn der Unternehmer sein Unternehmen so nennt, wie es heißt, dann ist immer das Gesicht dahinter auch in der Regel die Marke. Jetzt gibt aber die meisten Unternehmen sind ja eher im B2B-Bereich zu Hause. Das heißt, die Hidden Champions, die hatten Sie vorher erwähnt, die in der Allgemeinheit nicht so bekannt sind, aber die sind in dem Kunden bekannt, sind im Markt bekannt. Und im Zweifelsfall, ich will mich jetzt nicht größer machen, als ich bin, aber im Zweifelsfall weiß man, wenn du einen Barrit-Boden haben willst, dann musst du mal Bartel anrufen und nicht bei Müller. Und diese Kunst, es zu schaffen, erstmal bei einem Kunden, beim potenziellen Kundenkreis, den Begriff des Firmennamens zum Markennamen zu machen, ist die halbe Miete. Und da hilft natürlich, dass der Unternehmer, der immer Präsenz zeigt, der lange Präsenz zeigt, der über Generationen Präsenz zeigt, schafft natürlich Vertrauen. Herr Weise, Sie sind ja auch Compliance-Experte. Könnte man sagen, dass in Familienunternehmen überhaupt gar nicht eine Compliance-Abteilung zuständig sein muss, weil das, was sozusagen an Familienwerten gelebt wird über Generationen hinweg, genau das andere eigentlich schon ersetzt? Es ist ein berühmter Spruch von Herrn Professor Hipp, der gesagt hat, solange es mich gibt, braucht es kein Compliance-Management-System. Also ich glaube, es gibt tatsächlich vielfach gelebte Werte, die auch wirklich nachhaltiger Wirkung zeigen als ein kodifiziertes Management-System. Abschließende Frage, wir kommen so langsam aber sicher ans Ende der Sendung, aber ich würde ganz gerne mit einem Fazit rausgehen, denn Sie beide haben ein Unternehmen und dieses Unternehmen steht vielleicht ja auch dazu bereit, in die nächste Generation irgendwann überführt zu werden. Was geben Sie denn der Generation mit auf den Punkt gebracht? Erstmal muss die Generation so weit kommen. Im Moment sind unsere beiden Kinder 21 und 23. Im Moment muss ich ihnen die Chance geben, sich dahin zu entwickeln und irgendwann mal Ja zu sagen oder auch Nein zu sagen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man jemand in eine bestimmte Position hineindrücken will, die er nachher nicht wahrnehmen kann und nicht wahrnehmen will. Das kann nur im Fiasko enden. Und wenn derjenige sich entschieden hat, ob er es unternehmen will und wie es will, da muss man sich gemeinsam hinsetzen, muss mal sagen, wohin soll denn die Reise gehen? Und dann wird Papa mit weisen Ratschlägen zur Seite stehen. Aber soweit bin ich leider, Gott sei Dank, wie auch immer, noch nicht. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Ball?
Wenn ich das nach der aktuellen Stimmungslage meines Sohnes entscheiden würde, ist es eine krude Mischung aus Bauernhof und Baustelle, was wir dann als Beiunternehmung haben, wenn er das übernimmt. Ja, weil er noch einfach sehr, sehr klein ist. Nicht wahr? Genau, so 20 Monate. Genau. 20 Monate, also das genau. Ist in der Tat noch ein bisschen bis dahin. Herzlichen Dank, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Heute zum Thema Familienunternehmen. Herr Bartel, Herr Beil, schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank auch meinem Zuschauerpublikum hier vor Ort. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit bei der Chefsache Business Lounge. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten bei der Chefsache und dann in einem Monat wieder bei der Chefsache Business Lounge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.